Willkommen zusammen zu einer ersten Folge vom Plane Mechanic Simulator. Das Ganze ist so eine Art Flugzeugwerkstatt-Simulator, in dem es darum geht, Flugzeuge zu reparieren. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal unsere Karriere, indem wir hier ein neues Profil anlegen. Und dann würde ich sagen, zack, geht's los. Ich bin gespannt, was uns erwartet, und ich bin auch sehr gespannt, wie ihr dieses Spiel findet. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob das was für euch ist, ob ihr davon weitere Folgen sehen wollt oder ob ihr sagt, das ist nicht so ganz meins. Mai 1940, Number One Service Flying Training School. Okay. Das Ganze spielt also während des Zweiten Weltkriegs, und wir befinden hier, uns hier offensichtlich auf dem Gelände der Fliegerstaffel Großbritanniens, also der britischen Fliegerstaffel, und unsere Aufgabe ist es hier, die Flugzeuge wieder in Schuss zu bringen. Und dafür haben wir jetzt hier, verschiedene Aufgaben, die wir hier erledigen müssen, und sind natürlich jetzt auch im Tutorial. Das heißt, wir kriegen hier immer noch ein paar Notizen angezeigt. So, willkommen, let's start by opening the right engine of cooling. Alles klar. Mal schnell finden. Das hier ist die right engine. Dann öffnen wir das mal, diese Klappe, und dann müssen wir jetzt mal, wir können hier auch F drücken, dann sehen wir alles ein bisschen genauer. Ah, okay. Alles klar. Oh, no. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal in den Mode hier, um das alles hier so ein bisschen zu inspizieren. Was ist denn hier kaputt? Das Ding hier ist kaputt. Ja, dann würde ich sagen, montieren wir das hier alles mal ab. So. Genau. Und ich meine, dieses Prinzip kennt man schon aus den anderen Mechanic Simulators. Also Car Mechanic Simulator, Train Mechanic Simulator und was es dann noch so alles gab. Das ist also das gleiche Prinzip, dieses Mal aber in einer etwas historischen Variante. Und ja, ich glaube, es sind auch nur 3 Flugzeuge aktuell dabei. Das Ganze startet aber wohl als Early Access Titel und ist ab dem 7. Februar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, verfügbar. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, was ihr dazu schreibt. Also ich kann es noch nicht so ganz einschätzen, weil gerade diese historischen Dinge sind ja immer so ein bisschen schwierig bei einigen. Was ich mir richtig interessant vorstelle, ist so ein Airbus A380 oder sowas zu reparieren, da so Dinge auszutauschen. Das wäre der absolute Hammer. Aber ich glaube, sowas ist auch irrsinnig kompliziert. Da muss man unglaublich viel Ahnung von der Materie haben. Und ich meine, so ein Flugzeug ist ja wirklich ein Technikmonster sondergleichen. Some parts can be repaired on the spot, while others need to be replaced. Go to the workbench and press space to begin repairing the damaged carburetor. Was genau, also das Ganze ist jetzt gerade nur auf Englisch verfügbar. Ich nehme mal an, dass es das auch noch auf Deutsch geben wird später. Aber aktuell eben nur auf Englisch, und 2, 3 andere Sprachen sind auch noch dabei. Ich kenne jetzt die Fachbegriffe nicht alle von so einem Flugzeug, aber wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir hier zu dieser Werkbank und müssen jetzt hier mal Space drücken, um dieses Teil hier, dieses Motorteil zu reparieren. By repairing parts, you'll save the spare ones for others, which will contribute to your overall score. Was ist hier weiter? Clear one of the yellow points, then press and hold the left mouse button to start applying oil. The goal is to release the button if the oil level is within the green zone. Alles klar, dann gucken wir mal, ob wir das schaffen. Jetzt muss ich wie lange drücken? Ah, das habe ich nicht geschafft. Oh, das ist aber schwierig. Und nu? Was machen wir jetzt? If you fail to repair a part, you can always replace it. Go to the truck and fill out the replacement form. Don't forget to sign it too. Okay. Ja, schade. Das war jetzt aber ein bisschen hart, ne? Also genau das richtige Level zu treffen. Ich glaube, viele von euch stellen sich das jetzt wieder so einfach vor, aber ich war sehr, sehr aufmerksam, aber ich habe es nicht geschafft. Schade. Gut, also das hier scheint der Truck zu sein, dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Und ich würde gern hier
einmal so ein Teil hier mitnehmen. Roberto Mechanico. Ah, ich habe jetzt die Unterschrift von einem Kollegen genutzt, damit es nicht so auffällt, dass wir hier der schlimme Mensch sind, der das Ding kaputt gemacht hat und jetzt austauschen muss. Naja, gut. So, was sagen die Tipps? Ja, ich hab's gesigned. Achso, nee, ich hab... Moment. So, und jetzt muss ich's sein. So, das war eine wunderschöne Unterschrift. Und jetzt gehen wir in den Install-Mode. Und werden hier wieder diese Nahansicht machen. Werden das alles montieren hier. Task completed. Fix the problem with the engine power. Alles klar. Ah, aus mir wird noch ein echter Flugzeugmechaniker. Ich merke das schon. Wie ihr zu Hause schlagt alle die Hände über dem Kopf zusammen. Was macht er da? Kann ja gar nichts. Ja, ja. Also ich bin tatsächlich nicht so versiert in den ganzen Flugzeugteilen und so. Aber ich finde das schon ganz interessant. Vor allen Dingen, wie einige Flugzeuge früher aufgebaut waren. Ich war mal in einem Flugzeugmuseum. Ich glaube in Krakau, in der Nähe von Krakau in Polen war das. Es war auch sehr interessant, weil da ganz, ganz viele Militärflugzeuge standen und man sich da eben auch viele Dinge angucken konnte. Gut, machen wir die Klappe wieder zu. Geht das hier irgendwie? Ja, okay. Mal hier wieder verschließen, fachgerecht. Und dann hauen wir hier mal ab und müssen jetzt noch das Ganze zurückbefüllen. Und der Tankdeckel scheint nicht etwa irgendwie in Bodennähe zu sein, sondern zwischen den Flügeln, weil ich das richtig gelesen habe gerade. Ich gehe mal hier aus diesem Modus raus. Können wir jetzt hier irgendwie die Leiter platzieren? Können wir es hier? Ist ein bisschen komisch gemacht hier. Beide Tasten sind Space. Also sowohl die Leiter zu verschieben, als auch da drauf zu klettern. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber... ich glaube so... Na, ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit weg. Dann müssen wir nochmal hier diese Leiter nehmen. Ich hoffe, dass es so funktioniert. Ah, das sieht gut aus. Einmal voll machen, bitte. Super Plus, bitte. Kerosin Plus. Now grab the fuel hose from the bowser and insert it into the tank. Okay. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier vollziehen, dieses Kunststück. Moment. Mal schnell hier runter. Ich muss ja sagen, ich liebe diese Reportagen über Flugzeuge, wo dann auch die Inspektion gezeigt wird. Aber das sind ja diese Riesendinger, ne? Diese Jets. Da merkt man erstmal, wie kompliziert diese ganze Flugzeugtechnik ist und was man da alles beachten muss. Und was ich ganz interessant finde. Ich mache jetzt erstmal die Aufgabe hier. Moment. Hier ist ein Hose und was ist das hier? Pickup. Na, Moment. Was hier? Pickup the All Browser. Also ich stelle mir das mit diesem kurzen Schlauch hier ein bisschen schwierig vor, aber das scheint hier auch so eine Art Tank zu sein. Aber ich nehme mal an, das hier ist das richtige Ding. Deswegen werde ich jetzt einfach mal damit vorlieb nehmen und mir hier so einen Schlauch schnappen und dann die Leiter hochklettern. So. Okay. Was ich ganz interessant fand, das wollte ich gerade erzählen, ist, dass mittlerweile die Turbinen teilweise von Rolls-Royce, glaube ich, gemietet sind nur. Also das heißt dann irgendwie anders, gechartert oder keine Ahnung, aber im Prinzip ist es Mieten. Und Rolls-Royce repariert und wartet die dann sozusagen selbst. Ist bei vielen großen Flugzeugen mittlerweile der Fall. Fand ich irre, dieses Geschäftsmodell, aber scheint irgendeinen Vorteil zu bieten. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir vermutlich hier irgendwie Turn the valve. Ja, dann würde ich das sagen, machen wir das mal. Task completed. Refuel the aircraft. Okay, dann machen wir wieder zu. Dann nehmen wir den Schlauch hier los. Den Schlauch hier ab.
So, jetzt muss ich nur noch... Ah, ich kann das hier nicht wegnehmen. Schade. Ah, so. Okay. Dann zurück damit. Und nu? Ah, wir müssen vermutlich noch... Wartet. Enclose the fuel inlet. Also wir müssen noch den Tankdeckel schließen. So. Genau. Muss ich nur noch die richtige Position hier finden. Ja, kriegt man nicht so gut angezeigt, wo man das jetzt hier eigentlich abstellen kann und wo nicht. Ah, hier geht's. So. Und da müssen wir jetzt vermutlich in diesen Modus. Flupp! Da dreht sich das Ganze zu. Und gut, now open the notebook on task page and sign it to the end of the mission. Sign it to end the mission. In fact, you can end the mission at any time provided you installed all the parts. Keep in mind, though, that not finishing tasks will have consequences, some of them severe. Okay, aber ich glaube, wir haben alle Tasks gemacht. Das heißt, wir können auch guten Gewissens unterschreiben mit unserem Namen Roberto Mechanico. Können nur Einheimische lesen. So, fix the problem. Alles abgenommen. Der Chefmechaniker sagt, perfect job. Ich fühle mich geehrt. Es kann losgehen mit unserer Karriere. Komm, dann machen wir noch was. Schauen wir uns nochmal an. Also es soll über 80 Missionen, glaube ich, geben, aber das sind halt alles solche Missionen, ne? Also die sind dann teilweise vielleicht gar nicht so... Replace the wheels. Refuel the aircraft. Ah, okay. As you can see, the pilot has asked you to replace the wheels. To do this, first you need to raise the front... of the aircraft. Go ahead and pick up the front jack. Jetzt müssen wir mal das front jack suchen. Ich nehme mal an... Front Engine. Front. Was ist das hier? Pick up the jack. Ja, das wird es wohl sein. Und das müssen wir da vorne hin. Da müssen wir uns mal ducken. So. Dann müssen wir das vermutlich auch nochmal hinten machen. Oder nee, sehe ich das falsch? Now place it between the main wheels. To, then turn the lever with your mouse to lift it up. Turn the lever. Ah, Moment. Ich muss nochmal hier, glaube ich, in einen anderen Modus rein. Und nu? Hä? Ah, funktioniert's denn jetzt? Das weiß ich nicht so ganz. Ah, so. Ich muss ein bisschen kurbeln. Verzeihung. Ah, jetzt muss ich ja schon, jetzt muss ich ja richtig Muskelarbeit leisten. Okay, und nun können wir das, das ist ja ein bisschen wie Auto reparieren hier. Können wir, haben wir das Ding aufgebockt, jetzt können wir. So. No. 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 So, nee, der ist... Nope. Nope. No. No. Richtig ärgerlich wird er hier. So, das Teil hier muss weg. Okay. Da muss ich jetzt vermutlich erstmal die Kappe hier wegmachen. Diese Reifen werden bei so einer Landung so dermaßen heiß. Und damit die sich nicht entzünden, sind die meistens mit Stickstoff gefüllt. Wenn die dann irgendwie platzen sollten oder so, oder es ein Feuer geben sollte, dann wird das sozusagen durch den Stickstoff, glaube ich, direkt gelöst. Ich hoffe, ich habe es nicht falsch erklärt, aber ich glaube, ich, das habe ich mal gehört. Ja. So. Ab die Post. Machen wir das hier hinten auch noch. Müssen wir alle Räder oder nur die hier vorne? Oh, mir gefällt das Spiel aber eigentlich. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was ich so ewig lang spielen würde. Aber so zwischendurch ist das ganz nett. So, ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen. Ah, okay. Wir müssen jetzt hier wieder zum Truck gehen. Und wir brauchen natürlich... Flup. Diese zwei und das machen wir wieder mit unserer wunderschönen Unterschrift. Ist ein bisschen schwierig da zu unterschreiben, deswegen wird das immer so krakelig. Und dann werden wir die jetzt wieder montieren. Das machen wir jetzt hier in diesem Modus.
So, schön festziehen. Und dann wird es jetzt hier auch nochmal schnell. Montiert. Und dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ach, das hat nur hier vorne Räder, ne, oder? Wie sieht das aus? Hat das hinten? Ja, es hat nur hier vorne Räder. Ah, ich gag. Ich dachte, es hätte auch hinten irgendwie noch ein Rad oder sowas. Aber da ist ne gar nichts. Das ist ein... ja, wie nennt man das? Da gibt es einen Ausdruck für dieses Holzteil hinten. Oder diesen Stab da. Das ist, glaube ich, gar kein Holzteil. So. Dann gehe ich hier mal wieder raus. Meines Erachtens habe ich das jetzt alles repariert. Was müssen wir... Ah, okay. Refuel die Aircraft. Damit kennen wir uns schon aus. Dann würde ich sagen, nehmen wir das hier noch weg. Haben wir das jetzt hier komplett? Ja, okay. Replace the Wheels ist komplett. Dann gehe ich hier mal schnell in den Modus. Und dann werde ich hier... Mal nochmal ein Kurbeln. Dieses Kurbeln macht eigentlich Spaß, aber es ist ein bisschen lustig. Also ein bisschen buggy irgendwie, also... Wäre es merkwürdig zu bedienen. So, das tue ich mal wieder hier hin. Oder auch nicht. Kann ich das irgendwo hier hinlegen? Hier habe ich es hingelegt. Okay. So, das sieht jetzt alles super aus. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt nochmal um den Refuel. Dann kann ich die Leiter auch direkt hier hin tun. Dann gehen wir nochmal schnell rauf. Dann wird die Tankklappe hier aufgemacht. Dann einmal wieder runter. Das Teil hier. Und dann gehen wir jetzt hier wieder hoch und versucht das irgendwie so ein bisschen hier einzufügen. So richtig. Ah, so. So, und dann wird jetzt wieder... Oh, das ist schon gar nicht mehr so voll. So. Auch das haben wir jetzt gerade completed. Dann holen wir das hier wieder ab. Den Schlauch und dann wird er wieder zurückgesteckt. Und wir tun den Tankdeckel da wieder drauf. So. Und damit sind wir meines Erachtens fertig mit allem und können guten Gewissens alles unterschreiben. Ja, machen wir das doch. Replace the wheels. Refuel the aircraft. Final Research. Perfect Job! Leute, das wird eine großartige Karriere, glaube ich. Okay. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal als ersten Eindruck. Wenn ihr jetzt alle wollt, dann können wir gerne noch ein, zwei Folgen davon machen. Dann können wir uns nochmal was anschauen. Wir haben halt jetzt immer dieses Aircraft. Ich glaube, das wird ein bisschen langweilig. Vielleicht würde ich dann ein bisschen vorspielen, damit wir auch noch mal ein anderes Flugzeug reparieren können. Aber ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch gefällt an dem Ding, was ihr vielleicht auch nicht so cool fandet. Interessiert mich sehr, bin ich sehr gespannt. Und vielleicht sehen wir uns dann zu einer weiteren Folge in den nächsten Tagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!